Hi, mein Name ist Benjamin Rollmann und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem diesjährigen Showreel. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was ich dieses Jahr so gemacht habe und auch was so meine weiteren Fähigkeiten sind. Aber hier ist mal der erste Clip. Viel Spaß! Was machen Sie denn da? Also das hat auch alles keinen Zweck. Ich werde jetzt gehen. Also ich bleib noch ein bisschen. Um was zu tun. Unser Geburtstag feiern. Wieso denn? Die wird doch sonst schlecht. So ohne Strom. Ist doch irgendwie auch ganz nett hier so. Nachts, im Dunkeln. Wie Camping. Also ich gehe jetzt nach Hause und bringe da meine Arbeit zu Ende. Und wenn Sie vernünftig sind, machen Sie das auch. Ich mach mir erstmal ein Lagerfeuer. Sie sind irre. Und ich kann Sie hier nicht allein lassen. Sie haben Angst um mich? Ich habe Angst um die Firma. Mögen Sie die Firma? Die Frage verstehe ich nicht. Wie lange hast du eigentlich an dem Ding da gearbeitet? An dem da? Den ganzen Tag. Alles steht und fällt mit der Schriftart. Wer soll denn eigentlich Geburtstag haben? Ach, irgendeiner hat doch immer Geburtstag. Gehst du eigentlich noch zu deiner Präsentation? Klar. Olaf. Bernd. Einer meiner Hobbys ist zum Beispiel die Musik. Seit ungefähr 18 Jahren spiele ich Klavier. Und ungefähr seit 1,5 Jahren spiele ich die Gitarre. Hey du. Hä? Gib mal dein Feuerzeug. Was? Gib mal dein Feuerzeug. Ich gebe dir Feuer, aber nicht mein Feuerzeug. Jetzt mach mal nicht den Aff, gib mal dein Feuerzeug. Warum willst du denn mein Feuerzeug? Weißt du, wenn ich ein Feuerzeug hier in meine Hand lege und eine Faust mache, dann brechst du mir nicht, wenn ich die schlage. Du willst also mein Feuerzeug, dass du mir eine reinballern kannst, oder was? Ja, Mann. Ja. Nein. Ist voll in Ordnung. Gibt's nicht jedem ein Feuerzeug. Hey, ich mach doch nur Spaß. Chill mal. Gehst du mal feiern? Keine Ahnung. Ja, meine Jungs haben mein Handy und ich weiß nicht, wo die sind. Und wo die Scheißparty ist, weiß ich auch nicht. Waren das die? Hä? Waren das so drei Vögel? Ja, wie sahen die denn aus? Der eine war schwarz, der andere lila und der andere war kahl. Ja, das könnten die Affen sein. Ich glaube, die sind da hinten lang. Ja, die sind eben hier vorbeigekommen. Wollten aber noch auf eine Privatparty. Privatparty? Ja, bei der Zahl, Stiftstraße. Gehst da rein und Treppe runter. Ich hab dir doch von meiner Nachbarin erzählt. Schmuck. Und ich sing manchmal auch ganz gerne. Hi, Joshua. Hi Hans. Schön, dich zu sehen. Schön, auch dich wiederzusehen. Willkommen jetzt zum Geschäftlichen. Nach dem Informationsstand der Polizei ist dein Kunde sauber. Aber ethisch weiß ich nichts. Warum willst du seine Unterlagen? Vertraust du ihm nicht? Er wuchs als Waise ohne Familie auf, war aber sehr ehrgeizig. Als er mit 19 anfing, Wirtschaft zu studieren, galt er als einer der Besten. Er wurde 2009 nach der großen Wirtschaftskrise als die große Hoffnung bezeichnet. Für sein geschicktes, taktisches Umgehen hat er den Spitznamen Hai bekommen. Hai? Jetzt arbeitet er als Wirtschaftsberater in einer großen, angesehenen Firma. Er hat auch eine Zeit lang eine eigene gehabt, verkaufte allerdings seine Anteile, bevor sie pleite ging. Und was ist aus seinem Geschäftspartner geworden? Dessen Leiche wurde letzte Woche erst von irgendwelchen Wanderern entdeckt. Der musste da ziemlich lange gelegen haben. Seine Identität konnte erst durch zahnärztliche Unterlagen bewiesen werden. Danke. Wie geht's deiner Familie? Denen geht's gut. Mein Sohn kommt jetzt in die erste Klasse, meine Frau ist im 5. Monat schwanger. Ich mache auch regelmäßig Sport. Ich kann ohne Probleme einen vollen Kasten Wasser mit nur einem Finger durch die Gegend tragen. Moment, ich zeig das mal schnell.
Scheiße, wo ist denn jetzt der leere Kasten hin? Und mit dem vollen geht das nicht. Na egal. Machen wir ein andermal. Hätte gern diese Hose hier. Für dich. Kannst du sie bitte als Geschenk anpacken? Woher weißt du, dass ich diese Hose haben wollte? Na, weil ich dich liebe. Und das ist definitiv eine Ich-liebe-dich-Hose. Bitte verzeih mir. Außerdem hätte ich gern noch diese Seidenklipse für Sarah und die geile Fischkette hier für Max. Schatz, du weißt wirklich, wo es die originellsten Geschenke gibt. Ja, aber nur, weil du in dem einzigen Store arbeitest, in dem man Geschichten und Gefühle kaufen kann. Was meinst du? Denkst du, du kannst heute pünktlich aufhören? Dann sind wir um 8:30 da. Bestimmt. Gut. Dann hole ich dich um 20 Uhr ab, ja? Soll ich dir noch was Süßes aus dem Fashion Café mitbringen? Ja, gern. Und wenn du schon mal da bist, guck dir unbedingt die Ausstellung an. Das sind echt tolle Bilder. Das war's dann auch schon wieder. Das waren meine Ausschnitte aus dem Jahr 2013. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Besuch, eventuell auch ein Like auf meiner Facebook-Seite. Oder schaut auch mal auf meiner Homepage vorbei, www.benjamin-rollmann.de. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.